Am 10. Mai wird in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ein neuer Landesbischof oder eine neue Landesbischöfin gewählt. Die 10-jährige Amtszeit von Landesbischöfin Ilse Junkermann endet am 31. August. Eine Kandidatin und zwei Kandidaten hat der Bischofswahlausschuss nominiert. Es kandidieren Friedrich Kramer aus Wittenberg, Carsten Müller aus Halle an der Saale und Ulrike Weyer aus Plauen. Friedrich Kramer. Er wurde 1964 in Greifswald geboren. Nach seinem Studium der evangelischen Theologie in Berlin war er Pfarrer in Lodersleben und Gatterstedt sowie mit der Jugendarbeit im Kirchenkreis Querfurt beauftragt. Von 1997 bis 2008 war er als Pfarrer für Studentenseelsorge in Halle tätig. Seit 2009 ist er Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und zugleich Studienleiter für Theologie und Politik. Friedrich Kramer ist verheiratet und hat zwei Töchter. Carsten Müller. Er wurde 1966 in Merseburg geboren. Nach seinem Studium der evangelischen Theologie in Naumburg war er als Pfarrer in Jericho im Kirchenkreis Stendal tätig. Ab 2004 war er Inhaber der übergemeindlichen Pfarrstelle für Gottesdienst und Gemeindeentwicklung und ab 2007 Leiter des Gemeindedienstes der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Seit 2013 ist er Pfarrer für die Johannesgemeinde Halle und die Kirchengemeinde Halle-Diemitz. Carsten Müller ist verwitwet und hat drei Kinder. Er lebt mit einer Partnerin zusammen. Ulrike Weyer. Sie wurde 1973 in Dresden geboren. Nach einer Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann studierte sie evangelische Theologie in Halle und in Leipzig. Ab 2004 war sie als Pfarrerin im Kirchspiel Sornzig im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz tätig. Seit 2015 ist sie Superintendentin im Kirchenbezirk Plauen und Inhaberin der Pfarrstelle der St. Johanneskirchgemeinde Plauen. Ulrike Weyer ist verheiratet und hat einen Sohn. Gewählt wird der Landesbischof bzw. die Landesbischöfin von der Landessynode, die im Kloster Drübeck im Harz tagen wird. Vorstellen werden sich die zwei Kandidaten und die Kandidatin am Donnerstag, dem 9. Mai. Nachdem sie geredet haben, werden sie befragt. Die Vorstellung und die Wahl, wie ja auch alle Synodaltagungen, sind öffentlich. Es gibt aber auch eine geschlossene Fragerunde, zu der nur die Kandidierenden und die Synodalen im Raum sein werden. Am darauffolgenden 10. Mai müssen sich die 88 Kirchenparlamentarier dann entscheiden. Gewählt ist, wer die Stimmen von zwei Drittel der anwesenden Synodalen erhält. Wenn im zweiten Wahlgang noch immer keiner der Kandidaten diese Mehrheit erreicht und keiner der drei Kandidaten zurücktritt, dann scheidet der mit den geringsten Stimmen aus. Dann wären nur noch zwei Kandidierende übrig. Verlaufen die nächsten zwei Wahlgänge wieder so, dass keiner der beiden die Zweidrittelmehrheit erreicht, scheidet wiederum der aus, der weniger Stimmen hat. Dann wäre nur noch ein Kandidat übrig. Erhält dieser die erforderliche Mehrheit, ist er gewählt. Wenn nicht, ist die Wahl gescheitert. Der Bischofswahlausschuss müsste wieder zusammentreten und erneut nach Kandidatinnen und Kandidaten suchen. Der Einführungsgottesdienst für die neue Landesbischöfin bzw. den neuen Landesbischof der EKM ist für den 7. September 2019 um 11 Uhr im Magdeburger Dom vorgesehen. Am 6. Juli 2019 um 11 Uhr wird Landesbischöfin Ilse Junkermann in einem Gottesdienst ebenfalls im Magdeburger Dom verabschiedet.